Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Jetzt kam 6 Tage lang kein Content von mir und das liegt natürlich an der neuen Season, die rauskam. Mega nice, ich war richtig gehyped. Aber heute soll es nicht darum gehen, sondern um die besten Gruften-Setups. Und das gilt eigentlich für jede Gruft und ich habe da 2 rausgesucht. Beziehungsweise ich habe da 2, die ich immer spiele, die übel stark sind. Und ihr seht beim ersten jetzt schon diese Pistolen, die man hier hat. Übelst heftig, die bekommt man mit dem Carbide-Skin. Ich spiele jetzt erstmal die Gruften mit den beiden Helden und am Ende zeige ich euch die Setups zu diesen beiden Helden für die Gruften. Und erstmal spiele ich mit dem Carbide-Skin und zeige euch am Ende das Setup. Das ist auf jeden Fall übelst heftig mit den Pistolen und dem Setup zusammen, weil meine Fähigkeiten laden auch übelst schnell nach. Und dadurch kann ich diese Weltraumpistolen übelst oft benutzen. Und das ist das Starke an seinem Setup. Ich würde euch auch empfehlen, diese Setups in einem Team zu spielen, weil bei dem einen Setup habe ich mich darauf fokussiert, mehr Leben zu haben und bei dem Setup halt hier mehr auf Schaden zu gehen. Also falls ihr in einem Team spielt, ihr könnt die beiden Setups so spielen, dass der eine das eine Setup nimmt und der andere das andere Setup. Und ihr seht, ich habe auch Keksboxen genommen. Also zum Beispiel macht ihr dann halt ES Keksboxen, nimmt dann die Fähigkeit und macht dann mehr Schaden. Das ist auf jeden Fall übelst heftig. Also die Weltraumpistolen nehmt ihr dann. Und wenn ihr davor Keksboxen gegessen habt, wirklich sehr, sehr stark. Ihr seht, wie schnell das Ganze kaputt ist und wir machen einfach alles kaputt. Der Vorteil ist auch dabei, dass wir alle Urnen kaputt machen. Das heißt, ihr könnt so direkt den Loot nehmen. Ihr bekommt zwar keine Keksboxen, wenn ihr die mit den Pistolen kaputt macht. Also es ist so, ihr bekommt Keksboxen, wenn ihr Metallsachen kaputt macht, zum Beispiel Urnen. Aber ihr kriegt auf jeden Fall genug. Es ist übelst heftig, ihr könnt übelst schnell so looten und ihr könnt auch den Schattenschlüssel übelst schnell damit sehen. Denn wenn ihr alles kaputt macht, dann ist er vielleicht hinter einer Wand und ihr seht den dann einfach, weil ihr diese Wand kaputt gemacht habt. Genauso heftig ist es, wenn ihr dieses Setup in Sturmschildverteidigung spielt. Ihr seid zum Beispiel in einem Tunnel. In einem Fallentunnel schießt da einmal mit diesen Weltraumpistolen durch und alle Gegner sind dead. Deswegen, das ist wirklich übelst stark, das Setup. Und spielt auf jeden Fall Blockbuster, denn da könnt ihr diesen Helden bekommen, wenn ihr da bestimmte Aufträge macht. Und jetzt bin ich beim Miniboss und ich werde euch zeigen, wie stark die gegen den Miniboss sind. Ihr müsst bedenken, ich bin gerade in einer 88er-Zone, glaube ich. Also die Gegner sind nicht so heftig, aber ihr seht, wie schnell ich den Miniboss gekillt habe. Das ist wirklich sehr overpowered. Benutzt dieses Setup am besten fürs Kämpfen, also wenn ihr am meisten Schaden verursachen wollt. Denn die Pistolen laden auch sehr schnell nach mit der Fröhliches Festfähigkeit. Aber am Ende zeige ich euch das Setup, da zeige ich euch nochmal diese Fähigkeit. Denn damit laden die Weltraumpistolen sehr schnell nach und allgemein alle Fähigkeiten von Carbide. Und das andere Setup, was ich euch gleich zeigen werde, das ist eher so auch zum Kämpfen, das ist sehr stark, aber auch zum Überleben sehr gut, weil ihr dann einfach 1 Million Leben habt. Und das ist wirklich sehr heftig. Aber dafür habt ihr keine Schilde. Aber gleich mehr dazu. Ich zeige euch jetzt auch nicht alles, weil das würde zu lange dauern. Ich zeige euch nur so ein bisschen die Pistolen und so, wie die funktionieren und wie heftig die sind. Wie gesagt, diese Pistolen sind auch sehr, sehr heftig gegen Minibosse. Bloß warum ich den Miniboss gerade hier nicht so gut besiegen kann mit meinen Weltraumpistolen ist, weil Vlad, also dieser Miniboss, ist ein Seelensauger. Das heißt, wenn er meinen Teammates Schaden macht oder mir, dann bekommt er Leben. Und deswegen kann ich gerade nicht so gut gegenschießen. Aber wir besiegen den hier trotzdem easy, also gar kein Problem eigentlich. Und jetzt zeige ich euch das nächste Setup. Und zwar ist das Spezialkommando Banshee. Und ihr seht, ich habe halt einen anderen Skin an, diesen einen Rahmen-Skin hier, aber das ist theoretisch Spezialkommando Banshee mit der Minigun und sie hat, wie ihr seht, über 1 Million Leben, das ist wirklich sehr, sehr krass. Das habe ich mit explosive Vergangenheit gemacht, also der Teamvorteil heißt explosive Vergangenheit. Das zeige ich euch am Ende nochmal, wie ihr den aufrüsten könnt, diesen Teamvorteil. Und da ist es so, dass eure Schilde entfernt werden und ihr dafür aber, ich weiß gar nicht, 100% mehr Leben bekommt oder irgendwie sowas. Also mehr Kondition. Und ihr seht, sie hat eine übelst heftige Minigun, die auch sehr, sehr stark ist. Die Kugeln prallen halt nicht ab, wie bei Carbide an den Wänden. Trotzdem ist die Minigun sehr stark. Und ihr habt halt sehr viel Leben. Ihr könntet theoretisch bei Carbide bei dem Setup auch mehr Leben machen, aber dann laden eure Pistolen nicht so schnell nach und das würde ich euch nicht empfehlen. Denn bei Carbide gibt es keinen Helden, der das verursacht, dass die Fähigkeiten schneller nachladen.
zumindest die Weltraumpistolen. Und bei ihr ist es halt so, ich habe Spezialkommando Ramirez, die macht es so, dass Vorwärtskommando schneller nachlädt. Also ich kann die Minigun öfter benutzen. Also benutzt einfach diese Setups. Ich würde euch das so empfehlen, dass einer Carbide nimmt zum Kämpfen und der andere Spezialkommando Banshee, die kann auch sehr gut kämpfen, aber hat auch sehr viele Leben und kann dadurch die Teammates holen und auch sehr lange überleben. Also die würden theoretisch sehr gut im Team zusammenpassen. Außerdem habt ihr Kriegsschrei. Ich habe jetzt Kriegsschrei aktiviert und den Miniboss jetzt mit der Minigun killen. Ihr seht, wie schnell seine Leben wirklich weggehen. Innerhalb von 2-3 Sekunden war er tot. Und ich zerstöre allgemein hier alles sehr schnell, weil ich habe halt eben noch Kriegsschrei bei Spezialkommando Banshee. Und deswegen würde ich euch die Soldatin empfehlen. Außerdem ist das ein Keksboxen-Setup. Ich habe Keksboxen, die ich bekomme, wenn ich Metallsachen abbaue. Und Keksboxen verursachen halt rockiges Riff. Und das ist fast genauso wie Kriegsschrei. Also eure Nahkampfangriffsgeschwindigkeit erhöht sich um 32%. Also ihr greift schneller am Nahkampf an und ihr macht auch mehr Schaden. Das ist wirklich sehr stark. Und außerdem, wenn ich 10 Gegner innerhalb von 9 Sekunden töte, dann bekomme ich auch rockiges Riff. Also es hat dann den gleichen Effekt wie Keksboxen. Und das Setup zeige ich euch halt am Ende gleich nochmal. Ihr seht, ich hasse Keksboxen und dadurch haue ich viel schneller auf den Boss drauf. Trotzdem dauert es lange, weil meine Minigun länger nachladen muss gerade noch. Mit der Minigun wäre die jetzt schon längst tot halt. Aber es geht trotzdem klar, weil ihr seht, wie viele Leben ich habe. Deswegen ist das Setup auch sehr stark. Und ein Teammate hat hier auch Carbide, deswegen das passt auch sehr gut zusammen, dass ich dann Spezialkommando Banshee habe und der eine Teammate Carbide. Hier seht ihr nochmal, wie stark das Setup ist. Ich aktiviere Kriegsschrei und mit der Minigun innerhalb von 1,5 Sekunden oder irgendwie so war die Monolithe weg. Und ich kann auch sehr, sehr weit mit der Minigun schießen und sehr genau. Das ist halt der Nachteil bei dem Carbide-Skin, die Weltraumpistolen schießen eher ungenau, aber das ist ziemlich egal, wenn ihr in den Gruften spielt. Und hier habe ich Keksboxen gegessen, deswegen mache ich sehr, sehr viel Schaden an dem Miniboss. Und der ist auch ganz schnell down. Ich hatte halt gerade die Minigun nicht, aber sonst wäre er, glaube ich, noch schneller down. Aber trotzdem sehr einfach. Und jetzt zeige ich euch die Setups dazu. Und ihr seht, ich zeige euch erstmal den Carbide-Skin mit den Weltraumpistolen. Und zwar Carbide könnt ihr jetzt ganz easy bekommen, indem ihr das Blockbuster-Event abschließt. Beziehungsweise ihr müsst das gar nicht abschließen, sondern circa so bis zur Hälfte machen. Dort könnt ihr ihn freischalten. Ihr seht, Weltraumpistolen, die prallen ab, machen sehr viel Schaden. Schockwelle und Splittergranate ist nicht so wichtig, aber eine in jeder Hand. Jeder Soldat, also nicht jeder Soldat, viele haben auch Minigun, wie zum Beispiel Spezialkommando Banshee. Aber viele haben auch eine in jeder Hand, aber das ist dann nicht wie bei ihm. Denn bei ihm sind das Weltraumpistolen, die auch an den Wänden abprallen, die Kugeln. Deswegen ist das halt sehr, sehr stark, weil ihr habt in den Gruften einen geschlossenen Raum. Und deswegen ist das halt so stark. Als Teamvorteil habe ich Frohes Fest. Und bei dem Teamvorteil Frohes Fest ist es so, dass die Fähigkeitenabklingzeiten um 40% reduziert werden. Das heißt, die Zeit, in der ihr die Pistolen bzw. die Fähigkeiten nicht benutzen könnt, wird um 40% verkürzt. Das heißt, ihr könnt eure Pistolen viel öfter einsetzen und das ist hier auch sehr, sehr wichtig. Dann habe ich erhöhten Schaden an Nebelmonstern und diesen Dinosaurierhelden, damit ihr mehr Fernkampfwaffenschaden macht. Als nächstes habe ich Rampensau Quinn und übrigens alle Helden, die ich euch hier zeige, könnt ihr euch rekrutieren in der Sammlung. Und bei Rampensau Quinn ist es so, dass ihr, wenn ihr Metallsachen zerstört, ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Keksboxen bekommt. Und wenn ihr die isst, bekommt ihr rockiges Riff und dadurch macht ihr einfach dann mehr Schaden und greift schneller an im Nahkampf. Dann hier einfach erhöhter Waffen an Metallschaden, um 17% erhöhter Schaden mit Metallwaffen. Einfach damit ihr mehr Schaden macht mit Nahkampfwaffen. Und bei der letzten ist es so, dass wenn ihr innerhalb von 9 Sekunden 10 Gegner eliminiert, bekommt ihr rockiges Riff und das hat den gleichen Effekt wie Keksboxen, dass ihr einfach mit Nahkampfwaffen schneller angreift und mehr Schaden macht. Als letztes habe ich Adrenalinstoß, einfach damit ihr euch und eure Teammates heilen könnt, das ist sehr wichtig. Und die stationären Geschütztürme, weil das ist das Einzige, was dort Schaden macht, denn Luftschlag macht dort keinen Schaden, weil das halt unter der Erde ist, da kommt Luftschlag nicht ran und der Rest ergibt eigentlich keinen Sinn. Jetzt zeige ich euch das Spezialkommando Banshee.
Setup, denn das habe ich ja gerade eben am Ende gespielt. Und zwar sehr wichtig, ihr habt hier Kriegsschrei und Vorwärtskommando. Und sehr, sehr wichtig auch noch, ihr habt hier Kriegsschrei und der erhöht den Waffenschaden um 25,5% und die Bewegungsgeschwindigkeit um 25,5%. Und das ist sehr stark auch bei MSK, denn ihr seid damit einfach schneller unterwegs, genauso wie bei den Gruften. Ihr könnt schneller vor Gegnern wegrennen oder so, vor Minibossen. Deswegen würde ich euch Spezialkommando Banshee empfehlen. Hier habe ich bei dem Teamvorteil explosive Vergangenheit. Ihr könntet theoretisch die Fähigkeiten Abklingzeiten mit frohes Fest ersetzen, also den Teamvorteil. Aber das würde ich euch nicht empfehlen, denn ihr habt hier Spezialkommando Ramirez und bei der ist es so, sie verkürzt die Abklingzeiten von Vorwärtskommando um 30%. Deswegen lohnt sich frohes Fest nicht. Und als nächstes habe ich den Fossilien Sauti, einfach um den Teamvorteil zu aktivieren, denn ihr braucht ja zwei Dinosaurierhelden, um explosive Vergangenheit zu aktivieren. Und explosive Vergangenheit macht es so, dass ihr keine Schilde habt, aber dafür 800.000 Leben. Zum Beispiel bei mir, wenn ihr Teammates habt, dann mehr Leben habt. Also mit Teammates habe ich ca. 1,3 Millionen oder so. Und deswegen halt diese zwei Dinosaurierhelden. Und als letztes habe ich noch erhöhten Schaden mit Metallwaffen. Und sonst war es das mit dem Setup. Ist eigentlich ein bisschen ähnlich so mit dem anderen Setup, mit dem Carbide-Setup. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, euer Atrix.